Hallöchen, ihr Lieben, ich bin Eva und es ist soweit. Minecraft hat es nun auch bis zu mir geschafft. Ja, ich habe tatsächlich bis vor kurzem noch nie Minecraft gespielt und nun habe ich mich von einem Freund dazu bewegen lassen und dachte mir, cool, okay, cool, ich nehme euch mal mit. Also ich habe bisher nur ein paar Erfahrungen auf einem Server gehabt, aber nun erstelle ich mal zusammen mit euch eine neue Welt. Wie ihr seht, eine Welt habe ich schon mal erstellt, einfach um ein bisschen was auszuprobieren, aber für uns erstelle ich jetzt eine neue Welt. Die nenne ich einfach mal Ever-LP-Welt. Voll unkreativ und so, aber ja. Ja, Spielmodus überleben, es gibt natürlich noch den Hardcore, das ist mir aber zu Hardcore. Und nur kreativ ist ein bisschen zu langweilig, also überleben ist halt das Mittelding von beiden. Suche nach Ressourcen, baue Werkzeuge, sammle Erfahrungen und kämpfe ums Überleben. Genau das eben, was ich haben wollte. Nun können wir weitere Weltoptionen auswählen. Startwert, ja, ich kenne mich damit jetzt halt noch nicht so genau aus. Ja, Bauwerke sollen aber schon generiert werden. Welttyp, was gibt's denn noch? Flachland, große Biome, zerklüftet, angepasst. Nee, lassen wir mal bei Standard. Ich lasse die Cheats einfach mal raus, damit kenne ich mich eh nicht aus, deswegen, ja. Also ihr habt einen totalen Minecraft-Noob vor euch, ja? Ich habe wirklich keine Ahnung. Bis auf so ein paar Einblicke habe ich echt keine Ahnung. Das kommt aber vielleicht noch. Bonustruhe aus. Möchte ich eine Bonustruhe haben? Nein, ist ja langweilig. Fertig. So, neue Welt erstellen. Mal gucken, wo wir landen. Welt wird geladen. Ja, ich hoffe, Minecraft ist überhaupt was für euch. Es gibt ja nun schon so viele Minecraft-Let's Plays. Das ist der Hammer. So viel. Aber... Hey. Hallo, ich höre schon Schafe. Aber ich will es mir nicht nehmen lassen und wenn letztendlich keiner zuguckt, Mensch, dann ist es halt für mich. Eine Blume. So, drücke E, um dein Inventar zu öffnen. Das ist ja relativ klar. Oh, guck mal, wir sind ein Typ. Aber das ist wohl der Standard-Minecraft-Kerl. Hui. Ich habe auch die ganz neue Version hier. Die habe ich jetzt auch noch gar nicht so lange. Huch, nein, ich will nicht mit einem... Ja, also so die Grunddinge weiß ich schon. Ich weiß, dass ich mir hier was craften muss, damit ich überleben kann. Deswegen baue ich schnell mal... Ein Erfolg gezielt. Deswegen baue ich schnell mal hier das Holz ab. Mit dem Holz und so weiter. Weil in der Nacht wird es ungemütlich. So viel weiß ich schon. Ich gucke auch gleich, wo wir hier gespawnt sind. Ja, einige, die mich besser kennen, wissen ja, dass ich bereits bei Creativerse auch ein Sandbox-Game spiele. Creativerse ist aber natürlich nochmal ein bisschen was anderes und Minecraft ist halt so das Kultding, ne, sag ich mal. So, hier haben wir also, kann ich daraus schon, oh, guck mal, wir können jetzt hier schon nämlich die Bretter draus machen. Und aus Brettern können wir nämlich... Können wir da nicht Stickies draus machen? Ah ja, wir können Stickies draus machen. So. Ja, ich weiß, ich kann das Ganze auch schneller machen mit irgendwelchen Kürzeln. Diese ganzen Kürzel weiß ich allerdings noch nicht so genau, beziehungsweise ich kann sie mir einfach nicht merken. Vielleicht muss ich sie einfach mal raussuchen. Oh, kann ich mir da schon mit einer Werkbank... Ja, eine Werkbank. Das ist schön. Kann ich mir... Ja, wenn ich die Werkbank jetzt platziere... Da? Oh, nein. So wollte ich machen. Oh, eine Schaufel. Ah, okay, gut. Also ich kann so schon... Eine Holzspitzhacke... Ich will eigentlich ein... Ach nee, ein Schwert geht anders. Ja, ich guck gleich nochmal. Eine Schaufel brauche ich aber auch. Schaufel. Und ein Schwert. Da muss ich so und so. Ein Holzschwert. Yay, wir haben ein Holzschwert. Oh, und eine Axt brauche ich natürlich noch. Ja, was ich bei diesem... dafür bin ich genügend... ist ja doof. Eine Hacke bringt mir nichts. Ich brauche ein... wie blöd. Ja, ich habe ein Stück Holz zu wenig. Was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte...
Nee, lass ich mal kurz stehen, ich komme mit meinem Holz. Was ich eigentlich sagen wollte, so, jetzt komme ich da auch zu. Ich wollte bei diesem Let's Play auch ein bisschen auf eure Wünsche eingehen. Also wenn ihr Bock habt, euch das länger anzugucken und dann möchtet, dass ich irgendwas Bestimmtes mache, irgendwie, dass ich irgendwas baue oder dass ich in irgendeine Welt, also irgendwie weiterreise, das hier erkunde oder sonst was, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir das mitteilt. Ich habe jetzt halt noch nicht so viel Erfahrung, was Minecraft angeht. Und habe ein bisschen Angst, dass es ansonsten vielleicht ein bisschen zu langweilig werden könnte. Und das soll es ja nicht. Ne? Ich will ja hier für euch etwas machen. Und... Ah. Hä? Wie geht das noch? Ach, okay. So ging das. Und jetzt stapel ich es aus Versehen. Blöd. So, jetzt habe ich auch eine Holzaxt. Alles aus Holz. Das ist ganz toll. Brauchte ich wahrscheinlich gar nicht, aber besser als nichts. Dann nehme ich die auch mal wieder mit. Komm hier. Hey, komm. So, und schnell einsammeln. So, ich weiß, dass Schafe töten mir nichts bringt. Das hier eigentlich auch nicht, aber mein Gott. Hui. So, wo sind wir denn hier eigentlich gelandet? Schön ist es hier. So mittendrin, nicht im Dschungel, sondern eher im Wald, schön am Fluss schon. Ich brauche Steine. Ich glaube, das da ist nur Kies. Ich habe jetzt hier auch das normale Texturenpack drin. Ich glaube, ich habe noch ein anderes da, aber ich lasse jetzt erstmal das normale drin. Ist immer noch besser als nichts erstmal. Wenn ihr ein anderes Texturenpack haben wollt, könnt ihr mir das ja auch mitteilen. Ne, so eine Kommentarfunktion ist ja... Die hat ja einen Sinn. Also im Normalfall. Also eigentlich sollte ich mir langsam mal einen Unterschlupf bauen. Wo ist die Sonne? Sonne! Ach, die ist noch ganz oben. Ja, okay. Wo möchte ich mir denn einen Unterschlupf bauen? Höhle wäre blöd. Ich glaube, ich gehe mal da hinten zu den Felsen. Da gibt es auch Stein. Und da kann ich dann auch direkt mir eine Höhle reinbauen. Baue ich mich einfach ein bisschen in die Wand rein. So als erstes behelfsmäßige Ding ist das bestimmt gar nicht so schlecht. Nee? Ja. Ja, mein Plan für Minecraft ist eigentlich, dass ich schon ein bisschen vorproduziere. Aber nicht zu viel, damit ich auf eure Wünsche eben auch eingehen kann. Und ja, Minecraft soll eigentlich täglich erscheinen. Ausnahmen werde ich trotzdem mal machen, wenn ich mal halt keine Zeit hatte oder sonst was. Das kommt ja immer mal vor. Passieren kann das ja immer mal. Dann wird das wohl auch mal ausfallen. Aber ansonsten 12 Uhr mittags jeden Tag. Außer Sonntag. Sonntags ist halt bekanntlich Ruhetag bei mir. Und ja, wenn mal halt keine Ideen da sind gerade, dann kann es natürlich auch sein, dass es ausfällt. Aber das hoffe ich mir nicht. Ich hoffe, dass ihr fleißig in die Kommentare schreibt. Ja, das reicht schon. Gehe ich mal hier kurz rüber. Ich brauche mir nur einen kleinen Unterschlupf. Ich hoffe gerade, dass ich ein bisschen auf Kohle treffe, damit ich hier nicht im Dunkeln sitzen muss. Aber... Boah, ich habe bei sowas kein Glück. Ich habe bei sowas echt kein Glück. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe selbst auch noch nie ein Let's Play wirklich zu Minecraft geguckt. Ich wollte mir das von Gronkh nochmal angucken. Also wirklich von Folge 1 an. Richtig angefangen habe ich damit noch nicht. Aber das kommt noch. Ja, aber das heißt halt, ich bin wirklich ein bisschen noobig, was hier das angeht. Das ist halt noch ein bisschen, ja. Aber ich hoffe, dass ich mit eurer Unterstützung da schnell dazulerne. So. Kleinen Unterschlupf haben wir also schon gebaut. Dann stelle ich die da mal hin. Und ich befürchte, ich brauche demnächst auch was zu essen. Ach, ich kann mir jetzt schon aus Stein fast alles machen. Ich glaube, das mache ich nochmal eben schnell. Zumindest ein Schwert aus Stein wäre, glaube ich, nicht schlecht. Das nehme ich schon mal mit. Und eine Spitzhacke aus Stein.
Kann ich auch gebrauchen. Erfolg! Technischer Fortschritt! Yay! Und ich befürchte, es wird demnächst dunkel. Lalalala. Ein paar Schafe. Ich weiß, dass die Schafe mir nur Wolle bringen. Da ich noch gerade keine Schere habe, ich weiß auch das Rezept von der Schere leider nicht. Ich will trotzdem Wolle haben. Oh, ich habe Fleisch gekriegt. Also doch nicht nur Wolle. Mensch. Ja, aber ich brauche Kohle. Aber ich brauche auch Kohle. Na komm, Schäfchen, komm her. Mensch. Und ich dachte, die geben mir nur Wolle. Oh. Ja, es lag wohl daran, dass ich zwischenzeitlich eine ältere Version gespielt habe. Und da war das noch so. Ich sage nochmal kurz dazu. Mein Orientierungssinn ist Bockwurst. Es kann also sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen blöd durch die Gegend renne. So nach dem Motto, hä, wo war ich nochmal? Aber ich brauche immer noch Kohle. Kohle, 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 Kohle. Oh, ich habe einen Ohrwurm von diesem blöden Lied, ey. Also blöd ist es nicht, aber es macht einen Ohrwurm. So. Dann gehen wir doch da direkt mal in die Höhle, weil noch ist hell. Oh, da ist Lava. Lava! Jo, jo, jo. Nicht untergehen. Ja. Wie gesagt, Rezepte und so kenne ich alle noch nicht. Wenn ihr also ein paar Rezeptideen für mich habt, ihr dürft mir die gerne auch in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendwie meint, von wegen, das brauchst du jetzt hier, baut ihr das mal so und so geht das, dann das wäre ganz toll. Weil, ja, Erfahrung gleich null. Hä, ist das auch Stein? Was ist denn das? Granit? Oh, okay, ja, das ist auch Stein. Okay, hallo Granit. Ich brauche Kohle. Sonst wird das für meine Zuschauer hier ein wenig dunkel. Kannst du mir Kohle liefern? Ich baue gerade einfach blöd drauf los, weil ich brauche echt Kohle. Guck mal, Leute, das ist doch viel zu dunkel für euch. Aber ich will das auch nicht ohne euch machen, weil das ist doof. Das bringt mir hier gerade nichts. Ich versuche das noch ein bisschen aufzuhellen hinterher. Vielleicht klappt das ja. Lalalala. So. Ich habe ja vorgesorgt. Ich höre die Lava und ich habe das Gefühl, wir stoßen gleich auf Lava, aber ich brauche Kohle. Bei der Dunkelheit ist es natürlich auch einfach, die zu übersehen. Zumal ich habe mit einem Freund bisher auf einem Server gespielt zusammen. Da war bei er derjenige, der halt die Erfahrung hatte und ich. Ihr seht hier nichts, ne? Ich sehe ja selber kaum noch was. Er war allerdings derjenige, der die Erfahrung mitgebracht hat und ich war einfach diejenige, die versucht hat, nicht alles kaputt zu machen, indem ich habe Creeper explodieren lassen. Da habe ich allerdings auch mit einem anderen Texturenpack gespielt. Was bedeutet, dass alles ein bisschen anders aussah. Ich habe das Gefühl, sag mal, habe ich Kohle schon? Schwarze Wolle. Ich sortiere das hier mal kurz ein bisschen um. Granit, Erde, Wolle, Essen. Ich brauche halt bald Essen, aber ich brauche Kohle. Ich brauche Kohle. Es muss hier irgendwo Kohle geben. Ich weiß, dass Kohle eigentlich zu den häufigsten Elementen gehört. Es tut mir wirklich, wirklich leid, dass es für euch gerade so dunkel ist. Nein! Ich bin auf Wasser gestoßen. Das war eigentlich nicht so der Plan. Ich befürchte... Ungut. Ich glaube, ich bleib mal eben lieber hier drin. Es ist nämlich jetzt komplett dunkel geworden. Und hau mich hier mal eben... Hä? Ja, Orientierung und so. Boah, ich baue da mal weiter in die Wand rein. Auf der Suche nach Kohle und hoffe, dass ich hier nicht auf irgendein böses Ungeheuer treffe. Es tut mir wirklich leid dafür, dass es dunkel ist, aber kann ich gerade nichts für. Weil es ist komplett dunkel und ich brauche Kohle. Ist irgendwie toll der Teufelskreis, ne? Ich brauche Kohle, dafür muss ich in die dunkle Höhle gehen, um euch Licht machen zu können. Das ist auch alles keine Kohle, ne? Es kann natürlich sein, dass ich jetzt auch schon die ganze Zeit an Kohle vorbeirenne. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Ich dachte eigentlich, Kohle müsste es hier überall geben. Was ist denn das? Baue ich jetzt mal weiter runter. Bei mir geht das alles noch nicht so flott. Ich habe die ganzen Mechanismen ja noch nicht drin. Aber ich hoffe, dass ich das zusammen mit euch steigern kann. Was dazulernen kann und so.
Wenn ihr also passionierte Minecraft-Spieler seid und Tipps und Tricks habt für mich, auch in die Kommentare damit. Ich freue mich immer. Vielleicht freut ihr euch ja darüber, dass jemand Neues Minecraft für sich entdeckt hat. Ich hüpfe gerade hoch, also ich befürchte, dass ihr halt genauso wenig seht wie ich, beziehungsweise noch weniger. Deswegen gucke ich mal kurz in die Einstellung. Optionen. Musik und Geräusche, Grafikeinstellungen. Ja. Helligkeit. Ah, Mensch. So. Zurück zum Spiel. Ah, ich hoffe, das ist jetzt heller für euch. Also ich sehe schon wieder deutlich mehr. Es war auch echt auf düster eingestellt. Sowas Dummes. Ist das jetzt noch Nacht oder ist es einfach nur eine helle... Ja, es ist eine helle Nacht. Aber es ist bestimmt besser für euch so. Habe ich hier schon irgendwo Kohle übersehen? Das wäre natürlich blöd. Ich glaube aber nicht, ne? Komisch. Eine Rarität an Kohle. Kann das denn angehen? Das habe ich ja noch nicht erlebt. Also ich meine, ich habe noch nicht so viel erlebt bei Minecraft, aber... Dass ich nicht auf eine Kohle gefunden habe? Schade. Tut mir natürlich leid. Ich hoffe, ihr seht jetzt wenigstens mehr. Es ist überhaupt nicht spannend, wie ich hier mich runterarbeite. Was gibt's denn zu erzählen? Ja, stimmt. Ich war letztes Wochenende, also vorletztes Wochenende ist es mittlerweile sogar schon, war ich bei den Video Days in Berlin. War einer von euch vielleicht auch da? Beziehungsweise, wenn euch interessiert, wie es bei mir da war, ich kann euch den Link des Videos, das ich dazu erstellt habe, des ersten Videos wohlgemerkt, kann ich euch mal unten in die Beschreibung heften. Einfach draufklicken. Dann so viel dazu. Meine Spitzhacke ist gerade kaputt gegangen. Dann könnt ihr mal vorbeigucken, wie es bei mir war. Dann kommt ihr nämlich auf meinen anderen Channel, bei dem ich so ein paar Vlogs mache und so. Ich rüste mich hier gerade mal eben kurz mit dem Schwert aus. Mensch, das kann doch nicht angehen. Es ist immer noch Nacht, ne? Da hinten steht schon ein Zombie rum. Hier ist auch noch nicht so Kohle. Nein, er hat mich gesehen. Dann komm hier rein. Komm her, Zombie, komm. Na komm. Ich höre Lava. Aber ich sehe absolut keine Kohle. Und ich brauche dringend was zu essen. Also noch nicht so ganz dringend, aber es wäre jetzt auch ein bisschen peinlich, wenn ich direkt abkratzen würde. Ja, kommt her, könnt ihr nicht schwimmen? Also ich weiß, dass ich den Schwarzen da nicht angucken darf. Ein Enderman ist das, glaube ich. Boah, schwimmen die langsam. Ne, jetzt kommt her, wenigstens sehe ich kein Skelett. Entschuldigung. Na, komm her. Na toll, da bin ich die ganze Nacht beschäftigt jetzt. Ja, komm her. Ich gehe nicht zu dir. Baue ich hier noch ein bisschen Erde ab. Sag mal, ist das hier Kies? Nein, das ist kein Kies. Schade, ich dachte, das wäre Kies. Das ist Kies. So, was bei Minecraft auch anders ist als bei Creativeverse, ist, dass man tatsächlich nur einen Block hoch weit springen kann. Das ist bei Creativeverse halt ein bisschen anders. Da kann man wirklich zwei Blöcke hoch springen, glaube ich. Wen Creativeverse interessiert, das gibt es jeden zweiten Abend um 18 Uhr. Das habe ich zusammen mit der Redger aufgenommen. Wer da vorbeischauen möchte, Redger on Air heißt ihr Kanal. Jetzt komm her. Mensch, Zombie. Könnt ihr etwa nicht schneller schwimmen? Wie, du greifst mich auch an, oder was? Tschüss. Tschüss. Ja, komm her. Komm her. Mensch, was seid ihr für Feiglinge? Wollt ihr mich nicht angreifen, oder was?
Bin ich irgendwie gruselig oder so? Komisch. Hey, trink mal. Nein! Okay, den habe ich tatsächlich übersehen. Auch die Musik ist schön. Ich, wenn ihr wollt, kann ich die auch abstellen. Ich weiß, einige nervt die. Ich finde sie nicht nervend. Ich mag sie eigentlich nicht, aber es kann auch daran liegen, dass ich jetzt noch neu dabei bin. Ja, ich weiß, es ist gerade ein bisschen dumm, weil wenig zu essen schon hier direkt die ersten Kämpfe anzufangen.